Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne meine aktuellen Favoriten zeigen. Ja, ich bin hier gerade umzingelt von meinen allerliebsten Produkten und es ist super viel dekorative Kosmetik diesmal wieder dabei. Vor allem sind es eine Menge Lippenprodukte und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Video. Anfangen möchte ich gerne mit den Pflegeprodukten und dann kommen wir zur dekorativen Kosmetik. Und da möchte ich gerne mit einer ganz, ganz tollen Neuheit starten. Und zwar habe ich hier von Reload den ein Parfumzerstäuber zum Testen zugeschickt bekommen. Und ich habe den jetzt schon eine ganze Weile da und habe den auch aktuell immer in meiner Handtasche rumfliegen und finde den wirklich sehr, sehr toll. Ich habe jetzt einfach den weißen hier bekommen und dann noch so ein Skin, was man da drüber ziehen könnte. Ich zeige euch das mal kurz. Das habe ich jetzt allerdings noch nicht gemacht. Das wäre so eins mit so ein paar Pünktchen. Auch total süß, aber ich finde das so in weiß eigentlich am schicksten. Deswegen benutze ich das immer so. Es gibt aber auch noch viele andere verschiedene Design-Skins, die man da drüber ziehen könnte. Also man kann da wirklich nach Lust und Laune sein, ein paar vorgestalten. Und ich zeige euch mal kurz die Box, wie die bei mir angekommen ist. Ich habe nämlich die Discovery-Box bekommen und so kommt das bei euch an. Ihr habt dann so eine richtig hochwertige Box, die mit Magnet verschließt. Und wenn ihr das aufmacht, ist dann das Parfum-Spray bzw. der Zerstäuber mit drin. Und dann sind da noch so ein paar kleine Parfums mit drin. Ich denke, viele von euch werden das Produkt schon kennen, weil es auf Instagram und auf YouTube total die Runde gemacht hat. Aber ich dachte mir, ich zeige euch das jetzt trotzdem kurz mal. Und zwar bekommt ihr hier einmal so ein Parfumzerstäuber und dazu gibt es dann solche kleinen Parfumflakons, die ihr eben da reinstecken könnt. Und hier sind jeweils 5 ml enthalten. Aktuell habe ich den Mavi-Duft von Hugo Boss mit drin und ebenfalls in meiner Box war dann von Givenchy das Dahlia Divin Parfum. Das ist ein Eau de Parfum, ebenfalls in 5 ml und ihr schraubt es dann hier unten einfach auf und könnt euren Flakon da reinsetzen und dann könnt ihr es wieder zuschrauben und fertig. Also es geht total einfach, man kann das super einfach schnell nachfüllen. Hier ist dann übrigens auch noch so ein leerer Flakon mit dabei, wo ihr dann euer eigenes Parfum einfüllen könnt. Also falls euch jetzt kein Duft, den es aktuell so zu kaufen gibt, zusagt, könnt ihr wie gesagt einfach euren eigenen Duft reinfüllen. Auch mein Freund hat das schon ausprobiert und war super begeistert davon. Hier waren nämlich auch Männerdüfte dabei, 2 Stück, einer von Hugo Boss und einer von Issey Miyake und mein Freund hat sich total in den Issey Miyake Duft verliebt und hat sich den in Originalgröße gekauft. Und zwar war das von Issey Miyake L'Odyssée. Und das ist ein Eau de Toilette und das hat mir auch super, super gut gefallen. Ich finde, der Duft riecht einfach nach New York für mich. Denn der große Bruder von meinem Freund hatte das Parfum, als wir in New York waren, aktuell in Benutzung. Und immer wenn ich das rieche, dann muss ich einfach an New York denken. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig schöner Duft. Ja, und mein Freund hat sich davon dann gleich die 75 ml Pulle geholt, also hat ihn auf jeden Fall überzeugt. Und was auch gut daran ist, dass wenn ihr euch dann dazu entscheidet, euch die Full-Size-Größe zu kaufen, gibt es in jedem dieser kleinen Schachtelchen dann noch einen 5-Euro-Gutscheincode für die teilnehmenden Geschäfte. Da könnt ihr dann nochmal 5 Euro sparen, wenn ihr euch die Originalgröße holt. Und ja, wirklich ganz, ganz toll für einen für unterwegs, super praktisch. Oder wenn ihr mal auf Reisen seid und Angst habt, euer Parfumflakon mitzunehmen, dann könnt ihr euch das einfach einpacken und das ist sicher verstaut und sieht super schick aus, wie ich finde. Kommen wir auch schon zum nächsten Produkt und zwar ist das hier von Caudalie, das Eau de Rasin Gesichtswasser. Und dieses Produkt habe ich auf dem Caudalie Event bekommen. Ich war ja vor einigen Wochen in München eingeladen im Käfer und da haben wir die Neuheiten von Caudalie eben ausprobieren dürfen und eben auch ein paar schöne neue Dinge bekommen. Und dieses Wasser hatte ich schon mal da von Caudalie und ich hatte auch schon einige Flaschen davon da und habe die aufgebraucht und ich mag das wirklich gerne. Das ist nämlich einfach ein Traubenwasser, was ihr euch zwischendurch zur Erfrischung einfach mal aufs Gesicht auftragen könnt. Ich benutze es vor allem immer total gerne, wenn ich mit meinem Make-up fertig bin, einfach um das nochmal ein bisschen weicher aussehen zu lassen. Wenn ich dann mit Puder gesettet habe, gebe ich dann dieses Spray drüber und das Puder verbindet sich einfach toll mit der Foundation und man sieht viel, viel frischer aus. Das Make-up wirkt nicht so cakey und ich mag das einfach total gerne. Aber auch für zwischendurch ist es total praktisch, einfach so als kleine Erfrischung, vor allem auch für die heißeren Tage kann man sich das einfach toll in die Handtasche geben. Da müsst ihr keine Angst um euer Make-up haben oder so, da verschmiert nichts. Einfach mal ein bisschen aufsprühen und schon seid ihr schön erfrischt. Ja, das ist jetzt leider auch schon fast komplett aufgebraucht und ich werde mir das bestimmt mal wieder nachkaufen, wenn das leer ist und ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Ja, ein nächster Favorit ist dann meine neue Frisur bzw. meine neue Haarfarbe. Ihr habt das ja vielleicht schon auf Snapchat oder auf Instagram mitbekommen, dass ich wieder beim Friseur war. Ich habe mir im Ansatz wieder ein paar Strähnchen reinziehen lassen und meine Haare allgemein etwas heller machen lassen. Wir haben wieder eine Abtönung drauf gegeben, dass die Haare wieder frischer aussehen und ich habe wieder mal ein bisschen geschnitten. Also ich
gehe immer mehr auf das Kurze irgendwie, ich weiß nicht, also ich finde das total schön, die waren ja davor, glaube ich, so und es sind wieder um die 5 cm abgekommen und ja, ich mag das einfach momentan total gerne mit den kurzen Haaren, ich liebe die Frisur, ich liebe das, wie meine Haare fallen und ich war wieder im Cosmo-Salon, ich habe euch da schon mal Videos abgedreht und zwar zwei Stück, ich war einmal zu einer Olaplex-Behandlung dort und einmal schon zum Färben, ich verlinke euch meine Videos mal gerne in der Infobox, da könnt ihr nachgucken, ich war wieder im Mercado in Nürnberg und ich bin super zufrieden gewesen, ich war wieder bei meiner süßen Melli. Also danke nochmal Melli für die schönen Haare. Ich bin total zufrieden. Und ich habe euch da auch ein bisschen mitgefilmt. Ich werde euch da jetzt mal kurz was einblenden, auch Fotos, nachdem wir eben direkt fertig waren beim Friseur. Da könnt ihr die Farbe nochmal schöner sehen, auch im direkten Tageslicht. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein großer Favorit von mir und ich liebe es einfach und ich bin super, super glücklich, mich dazu entschieden zu haben, überhaupt so hell zu werden und ich mag das einfach total gern und möchte, glaube ich, nie wieder zurück zu meinen schwarzen Haaren. Sorry Leute für die doofen Lichtverhältnisse, ich hoffe, das ist okay für euch. Ich sitze nämlich hier direkt vor dem Fenster und ständig wird die Sonne von Wolken zugehängt und ja, tut mir leid, ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, dass es so ein bisschen hin und her schwenkt mit dem Licht. Ja, und dann habe ich noch ein wunderschönes Haarprodukt, das ich euch gerne zeigen möchte und zwar ist es ein ganz, ganz neues Produkt von Paul Mitchell. Das nennt sich Ultimate Color Repair Triple Rescue und das ist mit Quinoa und das ist so ein Zwei-Phasen-Produkt. Ihr seht, ich habe schon einiges davon aufgebraucht, es ist nur noch zur Hälfte voll, das muss man gut schütteln. Und dann verbinden sich die zwei Phasen. Das ist wirklich so ein All-in-One-Produkt, kann ich euch sagen. Das hat einen Hitzeschutz mit drin. Das lässt eure Haare leicht kämmbarer machen. Da bekommt ihr noch ein bisschen Glanz von und es pflegt die Haare toll. Und außerdem riecht es wahnsinnig geil. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gesagt habe. Nee, ich habe das euch mal auf Instagram geschrieben, glaube ich, als ich das bekommen habe. Und es riecht einfach so, so geil nach Sommer. Also wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, daran zu riechen, macht das auf jeden Fall. Das riecht nach Kokosnuss, Sonnencreme, Strand und mehr. Also das riecht wirklich wahnsinnig toll. Ich habe auch noch das Shampoo und die Spülung aus dieser Reihe da und die drei Dinger in Kombination sind wirklich bombastisch. Also da riechen eure Haare wirklich tagelang danach und ich liebe den Duft einfach. Und vor allem, wenn ich das nach dem Haarewaschen benutze und meine Haare dann danach nach dem Föhnen glätte und mit dem Glätteisen über meine Haare gehe, bei jeder Strähne kommt dieser Duft einem so entgegen, wenn das irgendwie in Verbindung mit der Hitze kommt. Ich weiß auch nicht, das riecht einfach... Oh, es riecht so toll und mein Freund hat auch schon gemeint, oh Schatz, deine Haare riechen so toll, was ist das? Und das ist immer dieses Ding hier gewesen und ich könnte wirklich dauerhaft daran riechen. Wenn es davon ein Parfum geben würde, wäre ich die Erste, die sich das kaufen würde. Also es riecht wirklich wahnsinnig toll, ihr habt da All in One in einem Produkt und ja, finde ich wirklich sehr, sehr schön und kann ich euch sehr empfehlen. Dann möchte ich weitermachen mit ein paar super schönen Pinseln, die ich in der letzten Zeit für mich entdeckt habe. Und zwar habe ich hier ein sehr, sehr hochwertiges Pinselset. Ich habe euch ja auf Snapchat schon mal erzählt, dass ich jetzt bald meine Make-up-Artist-Ausbildung starten werde. Und zwar geht es am 23. Mai los. Und ja, ich freue mich schon wahnsinnig drüber. Ihr habt das ja sicherlich auf Snapchat gesehen oder ein paar von euch. Und ich denke, dazu werde ich vielleicht nochmal ein Einzelvideo machen. Wo, wie, was und, und. Auf jeden Fall, ja, starte ich jetzt bald meine Make-up-Artist-Ausbildung. Ich kann es gar nicht mehr abwarten und ich freue mich einfach schon wahnsinnig drauf und ich habe mich jetzt ein bisschen umgeguckt und nach professionellen Pinseln geguckt, mit denen ich dann später auch arbeiten möchte. Also ich möchte dann nicht meine privaten Pinsel hernehmen und dann bin ich durch die Make-up bei Caro, heißt sie glaube ich auf Instagram, auf den Haki Siswan oder Hoki Siswan, ich weiß leider nicht genau, wie man das ausspricht, gestoßen. Das ist glaube ich ein indonesischer Name und ja, ich kann das einfach nicht aussprechen. Aber auf jeden Fall bin ich da auf dieses Pinselset hier gestoßen. Das ist super, super hochwertig. Da bekommt ihr aber auch super schöne Pinsel. Ich zeige euch mal kurz ein paar davon. Vor allem den hier liebe ich über alles. Den habe ich auch heute wieder benutzt. Deswegen habe ich ihn ja nicht mehr gewaschen vor dem Video. Die anderen
habe ich schon ein paar Mal getestet, aber jetzt auch gewaschen und ich werde die dann für mein Make-up-Artist-Kit auf jeden Fall weiterhin verwenden und nicht für mich. Also ich finde die wirklich sehr, sehr schön, aber ich habe einfach schon viele Pinsel für mich und brauche die deswegen nicht. Ja, das ist aber so mein liebster Pinsel davon und den möchte ich gerne für mich behalten. Das ist aktuell so mein liebster Highlighter-Pinsel. Der ist einfach super schön fluffig und nimmt die perfekte Menge an Highlighter auf. Und damit kann ich das hier immer super schön auftragen. Die Pinsel sind gemischt, also es sind Echthaarpinsel und auch Synthetikpinsel mit dabei. Und ihr habt wirklich alles Mögliche drin. Also das ist wirklich ein sehr schöner Highlighter-Pinsel. Es gibt Foundation-Pinsel, es gibt einen Stippling-Brush. Hier wäre nochmal so ein abgeschrägter Pinsel, den man sicherlich auch toll zum Highlighten oder für eine gute Kontur benutzen kann. Also wirklich sehr, sehr schön. Und die Pinsel sind auch super weich, verlieren kein Haar. Also ich habe die jetzt schon ein paar Mal gewaschen gehabt und da passiert wirklich gar nichts. Die sind sehr, sehr schön und ich bin total begeistert von denen. Ja, dann ist hier nochmal so ein Pinsel mit dabei, mit dem könnte man zum Beispiel toll Blush oder Bronzer auftragen. Also es sind wirklich sehr, sehr schöne Pinsel mit dabei. Und was ich auch total süß finde, ist, dass die Pinsel nicht einfach nur Nummern haben, sondern die haben wirkliche Namen. Der hier heißt zum Beispiel Sun. Oder mein Lieblingspinsel für Highlighter heißt Moon. Also die haben wirklich alle total süße Namen. Da kann man sich das auch immer gut merken, finde ich. Dann ist noch ein Foundation-Pinsel mit dabei. Den habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, weil ich ja Foundation immer mit dem Beauty-Blender auftrage. Aber ich denke, ich werde das in der Schule auf jeden Fall lernen, wie man das mit so einem Pinsel gut hinbekommt. Und dann wird er sicherlich auch zum Einsatz kommen. Ja, dann wie gesagt der Stippling Brush, der ist einfach toll, wenn ihr solche cremigen Produkte auftragen möchtet, zum Beispiel einen Creme Highlighter oder ein cremiges Rouge. Dann sind natürlich auch Lidschattenpinsel enthalten, da gibt es zum Beispiel einmal den hier, der ist sehr, sehr toll für die Crease zum Beispiel geeignet. Also ihr seht schon, es sind super viele schöne Pinsel mit dabei. Übrigens kommen die auch alle mit einem Brushguard, was ich super schön finde. Das gibt es ja total selten, dass ihr die schon mit so einem Brushguard bekommt. Da könnt ihr die nach dem Waschen einfach reinpacken und die verlieren ihre Form nicht. Deswegen habe ich meine ganzen Pinsel natürlich auch wieder in den Brushguard gepackt und ja, habe sie so einfach sicher verstaut. Das ist ein sehr hochpreisiges Set, aber ihr müsst auch wissen, dass das einfach für den professionellen Gebrauch gut geeignet ist. Also wenn ihr das nur für euch benutzen möchtet, ist es natürlich gar nicht nötig, sich so ein teures dazu zu legen. Ich kann euch die aber wirklich empfehlen. Hier sind 18 Pinsel enthalten und man hat da wirklich alles mit dabei. Man müsste sich da theoretisch überhaupt nichts mehr dazu kaufen und hätte einfach wirklich schon für jede mögliche Verwendung einen passenden Pinsel da. Ich verlinke euch das, wie gesagt, einfach mal in der Infobox und falls ihr Interesse habt, euer Make-up-Kit ein bisschen aufzustocken, falls ihr auch professionell in der Branche arbeitet, dann wäre das vielleicht auf jeden Fall was für euch. Ja, und dann habe ich noch einen Pinsel, den ich euch gerne zeigen möchte und ich glaube, den habe ich euch schon mal gezeigt, aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr genau sicher. Ich habe euch ja schon mal von Zoeva das Rose Gold Pinselset in einem Favoritenvideo gezeigt und diesen Pinsel möchte ich aber nochmal gerne besonders hervorheben und zwar ist es der 109er Luxe Face Paint Pinsel und das ist einfach der perfekte Pinsel zum Konturieren für mich. Ich mag den total gerne. Ihr seht, der ist auch schon benutzt. Ich habe den heute auch wieder benutzt und wollte ihn jetzt nicht extra für das Video waschen und ich finde den erstmal sehr, sehr hübsch mit diesem Roségold und dem Rosa. Gefällt mir wirklich total gut und macht sich auch sehr schön auf dem Schminktisch. Und ja, das ist wie gesagt einfach der perfekte Pinsel zum Konturieren. Der ist super schön flach, aber auch fluffig genug, um damit die Kontur aufzutragen und gleichzeitig ausblenden zu können. Und ich möchte euch den einfach nochmal empfehlen. Also das wäre noch so ein Pinsel, den ich vielleicht zusätzlich zu diesem Set hier empfehlen würde. Und ich mag den total gerne und werde mir den auf jeden Fall auch nochmal nachkaufen für mein ja, Profi-Set dann sozusagen zum Arbeiten. Ja, meine Lieben, und dann kommen wir auch schon zur dekorativen Kosmetik und da möchte ich gerne mit ein paar wunderschönen Highlightern anfangen und dann kommen wir auch schon zu den Lippenprodukten. Es sind nämlich super, super viele Lippenprodukte diesmal mit dabei. Und starten möchte ich, wie gesagt, gerne mit den Highlightern. Und da fange ich erstmal an mit einem sehr, sehr schönen Highlighter-Kit von Anastasia Beverly Hills. Das habe ich mir vor einiger Zeit auf Beauty Bay bestellt und das habt ihr auch schon auf Instagram und Snapchat sehen können. Ich habe euch da auch einen Swatch auf Instagram hochgeladen. Also falls ihr die Palette nochmal geswatcht sehen möchtet, einfach auf Instagram gucken. Da könnt ihr das, denke ich, besser sehen als so über das Video. Und die Palette mag ich wirklich super gerne. Ich habe mich jetzt für die Gleam-Variante entschieden, also mit den helleren Farben, mit den etwas rosé-stichigeren Farben. Es gibt auch noch die Glow-Palette, die hat dann eher so goldige Highlighter mit drin, die allerdings nichts für mich wären, weil ich so hellhäutig bin, dass die bei mir einfach zu krass wären. Und ja, ich zeige euch mal kurz die Palette und zwar sieht die so aus, also ihr habt da vier verschiedene Highlighter mit drin und die kann man wirklich wahnsinnig toll untereinander mischen. Aber auch einzeln getragen sind die einfach super schön und ich habe schon alle davon getragen. Allerdings muss ich sagen, dass mir Mimosa etwas zu dunkel ist aktuell, also das ist eher so ein Highlighter,
der ins Goldige geht und den ich dann auch eher im Sommer benutzen werde. Dann gibt es noch die Farbe Hard Candy, die gefällt mir auch wahnsinnig gut. Das ist einfach so ein richtig toller Ton, der so ein bisschen changiert zwischen Gold und Rosa, also wirklich total schön. Dann gibt es noch einen etwas Rosé-goldmäßigen Highlighter, der nennt sich Starburst. Und dann haben wir hier noch einen wunderschönen Champagnerfarbenen Ton, der aber auch ein bisschen ins Rosane geht, der nennt sich Crushed Pearl. Und das ist einfach wirklich die perfekte Palette, wenn man verreist oder eben auch für sein Profi-Kit oder so, hat man da wirklich schon viele tolle Highlighter. Die Palette ist schön sleek, also man hat da nicht so einen fetten Brocken am Palette und es passt einfach in jede Tasche, würde ich mal sagen. Wirklich sehr, sehr schön pigmentiert, die Farben halten toll, die lassen sich toll auftragen. Und ich kann die Palette euch wirklich nur empfehlen. Die gibt es, glaube ich, jetzt aktuell auch schon bei Douglas zu kaufen. Ich habe die bei Beauty Bay für ca. 40 Euro gekauft und ich glaube, auf Douglas kostet die 50 Euro. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz toller Preis für die Palette. Ich finde die wahnsinnig schön und kann die euch wirklich empfehlen, wenn ihr so Highlighter-Junkies seid wie ich. Ja, und dann habe ich noch einen Highlighter, den ich euch gerne zeigen möchte. Der ist sehr, sehr günstig. Den habe ich vom Online-Shop Pink Panda. Den werde ich euch auch mal gerne in der Infobox verlinken. Da bekommt ihr wirklich nur tierversuchsfreie Kosmetik und Kosmetik von allen möglichen Marken, unter anderem eben auch Make-Up Revolution. Und das ist ein wirklich sehr, sehr toller Highlighter, kann ich euch sagen. Der ist total günstig. Ich glaube, der kostet 5 bis 7 Euro. Also der ist wirklich nicht teuer und hier sind 15 Gramm enthalten. Ich trage den Highlighter heute übrigens auch und habe den euch auch schon auf Snapchat empfohlen und das ist wirklich auch einer meiner Liebsten geworden. Der sieht leider schon ein bisschen versifft aus, weil der ziemlich stark krümmelt, aber das ist für den Preis auf jeden Fall in Ordnung und auf dem Gesicht hält er wirklich toll. Der sieht super schön aus, wie ich finde und das ist einfach so ein richtig toller silbrig-goldener Highlighter. Erinnert mich ein bisschen an den Mary Luminizer, ist aber ein bisschen dezenter, wenn ihr wisst, was ich meine. Also der ist nicht so bam in your face wie der Mary Luminizer. Aber trotzdem, ja, krass genug, würde ich mal sagen. Und ich mag den einfach total gerne. Seit ich den habe, kann ich mich wirklich schwer entscheiden, was ich benutze. Entweder den oder mein Glow Kit. Also ich bin da immer so, ja, hin und her gerissen und mag den, wie gesagt, super, super gerne. Und falls ihr noch einen günstigen Highlighter sucht und keine 40, 50 Euro für eine Highlighter-Palette ausgeben möchtet, dann schaut euch den unbedingt an. Ist eine große Empfehlung von mir. Ja, und dann habe ich noch eine Palette, die ich euch gerne zeigen möchte, die auch vor einiger Zeit bei mir eingezogen ist. Und zwar ist es von NYX, die Highlight und Contour Palette. Die kennt ihr sicherlich auch schon alle. Die hat auf YouTube auch total die Runde gemacht, als sie bei uns in Deutschland erschienen ist. Und ich glaube, jeder Make-up-Junkie hat sich diese Palette geholt und ich natürlich auch. Ich dachte mir, die ist toll für den privaten Gebrauch und wenn die dann doch nicht so für mich passend wäre, wenn da jetzt keine Farben für mich dabei wären, so, dann hätte ich die auf jeden Fall in mein Profi-Kit oder so gepackt. Also das wäre auf jeden Fall kein Problem gewesen. Und hier sind 4 Highlighterfarben und 4 Bronzer-Konturierfarben enthalten. Ich mache euch die Palette mal auf. Also so sehen die Farben aus. Sie ist wirklich sehr, sehr schön und ich mag die total gerne. Hier sind 2 schimmrige Highlighter enthalten. Dann gibt es so ein etwas gelbstichigeren Puder. Der nennt sich, glaube ich, auch Banana. Dann gibt es hier noch so einen hellen Puder. Den mag ich total gerne. Der passt auch gut zu meiner Haut. Also ich benutze den auch gerne unter den Augen einfach zum Concealer setten. Ja, und dann gibt es eben noch diese Bronzer- und Konturiertöne. Da mag ich den hier am allerliebsten. Der erinnert mich irgendwie ein bisschen an Taupe, den ich ja von NYX schon einzeln da habe. Dann gibt es hier nochmal so einen schönen Bronzerton, einen etwas dunkleren Konturierton und einen ziemlich dunklen Bronzer oder Konturierton, der natürlich nichts für mich ist. Also dafür bin ich viel zu hell. Vielleicht werde ich den im Sommer mal benutzen können. Aber an sich wirklich eine super schöne Palette. 8 Farben sind da enthalten. Die kostet 20 Euro und da kann man sich auf jeden Fall austoben. Das ist auch so eine Palette, die einfach perfekt für unterwegs wäre. Da müsste man jetzt auch keinen Highlighter oder so mal mit dazu mitnehmen. Einfach noch einen Blush einpacken und dann hat man eigentlich schon alles fürs Gesicht mit dabei. Und ja, kann ich euch wirklich sehr empfehlen, falls ihr die noch nicht kennt und eine ganz, ganz schöne Palette und ich verstehe auf jeden Fall, warum sie so gehypt wird. So, machen wir weiter mit den Lippenprodukten und das wird wirklich ein kleiner Marathon. Ich habe wirklich einiges für euch heute vorbereitet an Lippenprodukten, aber ich bin einfach ein Lippenstift-Junkie und ohne Lippenstift verlasse ich das Haus eigentlich nie. Deswegen probiere ich da auch immer gerne rum und habe viele neue, tolle Favoriten für euch. Und anfangen möchte ich gerne mit dieser Kombination hier. Das ist ein neuer Lippenstift von Maybelline. Das ist die Nummer 207 Pink Flink und den habt ihr auch schon bei mir gesehen auf Instagram, auf Snapchat. Den habe ich wirklich dauerhaft getragen, eine ganze Weile, wo ich den neu hatte. Das ist einfach so ein richtig toller
Rosenholz, pinkfarbener Ton, also der sieht super, super schön aus. Ich werde euch den mal kurz swatchen. Das ist die Farbe, also wirklich so ein richtig toller, alltagstauglicher Pinkton, wie ich finde. Der passt super schön zu blauen Augen und zu den blonden Haaren. Also ich mag den total gerne und ja, ich liebe die Farbe einfach und könnte die eigentlich täglich tragen. Ja, und dazu habe ich dann immer total gerne den Lip Liner von Benidorm in der Farbnummer 13 getragen. Das ist einfach so ein etwas dunklerer Lip Liner, ebenfalls in so einem Pinkton. Und damit konnte man so eine richtig schöne Ombre-Lippe kreieren und das hat mir super gut gefallen, den Kombi. Da könnt ihr den Lip Liner nochmal sehen, also der ist ein Ticken dunkler, aber es sieht einfach total schön aus in Kombination. Und das war so die erste Kombi, die ich total gern getragen habe. Kommen wir auch schon zu den nächsten Produkten und die sind jetzt alle von Ribalde Lupiang. Und zwar habe ich vor einiger Zeit ein riesengroßes Überraschungspaket von Rossmann bekommen und ich habe mich da wahnsinnig drüber gefreut. Da war eine kleine Auswahl der neuen Produkte enthalten, also es war wirklich super viel Zeug mit drin und ich habe schon viel davon ausprobiert und vor allem die Lippenprodukte kann ich euch wirklich nur empfehlen. Die sind bestimmt total günstig, also ich denke, den Lip Liner bekommt ihr für 1 bis 2 Euro und auch die anderen Produkte sind sicherlich nicht teuer. Anfangen möchte ich da gerne mit den Lip Linern und zwar habe ich 6 Stück zugeschickt bekommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch mehr davon gibt oder ob das jetzt wirklich alle Farben sind, aber ich kann euch davon wirklich jede einzelne Farbe nur ans Herz legen. Ich habe jede davon schon getestet. Das sind Long Lasting Lip Liner und ich liebe die Lip Liner. Also die halten wirklich bombenfest. Ihr könnt die solo tragen, aber auch in Kombi mit einem Lippenstift. Da läuft nichts aus. Die sind wirklich super schön pigmentiert, total schön cremig. Die lassen sich sehr einfach auftragen und es sind so richtig tolle Trendfarben mit dabei. Also ihr habt da so richtig tolle Kylie Jenner Farben unter anderem mit dabei. Es sind aber auch tolle Bärentöne dabei, also wirklich wahnsinnig hübsche Farben. Ein tolles Pink ist mit dabei und zwar die Farbe Pink Lady. Die lässt sich übrigens ebenfalls total gut mit dem Pink Flink Lippenstift kombinieren. Habe ich auch schon super gerne in Kombi getragen. Dann sind wie gesagt so richtig tolle Kylie Jenner Farben einfach mit dabei und Rivale Lupe ist da richtig auf den Trend aufgesprungen und ich freue mich wahnsinnig, dass ich die Produkte bekommen habe. Ich denke, ansonsten wäre ich da vielleicht nicht so aufmerksam drauf geworden, aber jetzt möchte ich mich auf jeden Fall in der gesamten Theke nochmal umgucken. Das ist jetzt die Farbe Soft Rose, also auch wieder ein wahnsinnig toller Nude-brauner Ton. Dann gibt es noch die Farbe Latte Macchiato. Das ist ebenfalls so ein richtig wunderschöner Nude-braun Ton, der total toll zu dem Nude Embrace Lippenstift von Maybelline passt. Den habe ich auch schon super gerne dazu kombiniert. Also ihr seht das schon, ich bin wirklich wahnsinnig begeistert von den Lip Linern und ich schätze mal, die werden wirklich unter 2 Euro pro Lip Liner kosten und ich kann euch die nur ins Herz legen. Ja, dann waren noch ein paar Lippenstifte mit dabei und da habe ich euch meine liebsten dreimal rausgesucht und zwar sind das die Farbnummern 1, 2 und 3. Die Farbnummer 1 ist auch einfach so ein richtig toller Braunton, der auch super schön aussieht. Also das ist wirklich einer meiner liebsten Töne. So ein richtig schönes Nude. Was ich dazu nur sagen muss, die Lip Liner riechen ziemlich neutral. Die gefallen mir auch vom Duft her gut. Bei den Lippenstiften ist es so, ihr müsst mal dran riechen. Ich finde, die riechen total krass und die haben mich beim ersten Dranschnuppern total an diese Gummischnüre von Hitchler erinnert. Kennt ihr die? Da gibt es ja in Erdbeer, in Cola, glaube ich, und in Apfel. Das sind einfach diese richtig langen, dünnen Schnüre. Die habe ich als Kind immer total gern gegessen. Und die riechen 1:1 wie diese Gummischnüre, also total künstlich. Und da dachte ich mir erst, weil ich bin ja immer so empfindlich mit so krassen Düften und so. Ich kann das nicht den ganzen Tag über riechen, da kriege ich sofort Kopfschmerzen davon. Aber ich muss sagen, ich habe mir den Lippenstift aufgetragen und ein paar Sekunden später war der Duft auch schon verflogen. Deswegen ja, kann ich damit leben, das ist kein Problem. Ich glaube, die Lippenstifte liegen auch zwischen 2 und 3 Euro. Also da kann man wirklich nichts sagen. Das sind auch matte Lippenstifte, die super lang anhalten. Also ich war damit 8 Stunden arbeiten, habe getrunken, habe ein paar Pommes gegessen und die haben trotzdem noch gehalten. Also wirklich super, super tolle Qualität. Die Farbnummer 02 ist dann so ein etwas dunklerer, bäriger, brauner Ton. Das ist dieser Ton hier, also auch wirklich ein wahnsinnig schöner Ton. Und die Farbnummer 3 ist dann so ein richtig tolles, ja, so ein richtig toller, dunkelbäriger Ton. Das ist diese Farbe hier. Also ihr seht das schon, die sind super gut pigmentiert und ich kann die euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Schaut unbedingt mal in die Rivale Lupiang Theke. Ganz tolle Produkte für super wenig Geld. Ja, und dann waren noch 2 Lipglosse enthalten, beziehungsweise waren mehr Lipglosse enthalten, aber ich habe auch ein bisschen was für euch weggepackt, für meine nächste Verlosung, Lipglosse und auch Lippenstifte und das werdet ihr dann, denke ich mal, bald sehen. Und zwar sind das die Crazy Gel and Shine High Shine Lipglosse und ich habe die Farbnummer 02 Bubblegum und 01 Lollipop für mich behalten und das sind ebenfalls wieder so richtig tolle, ja,
bärige, mauve-farbige, rosane Lipglosse, total Kylie Jenner Style mäßig, also ihr seht das schon. Und auch die sind super long lasting, ich werde euch die mal kurz swatchen. Und die sind auch mega deckend übrigens für Lipglosse. Das ist jetzt die Farbnummer im Lollipop. Also einfach so ein richtig tolles Rosa. Mega, mega glossig. Und kleben auch ein bisschen auf den Lippen. Aber dadurch halten die einfach total gut. Und hier nochmal die Farbe Bubblegum. Und das ist wirklich so mein absoluter Favorit. Den finde ich super, super schön. Die könnt ihr auch einfach toll mit einem Lipliner kombinieren. Also einfach Lipliner auftragen und dann den Gloss und fertig seid ihr. Hält auch super lang, kann ich euch nur sagen. Ja, ihr habt es geschafft, Ladies. Das waren meine Lippenstifte, die ich euch gerne zeigen wollte. Beziehungsweise alle Lippenprodukte, die ich euch wirklich empfehlen kann, die ich in der letzten Zeit so getestet habe und für mich entdeckt habe. Und ihr seht, ich bin voll geswatcht. Und wir machen weiter mit den Augenprodukten. Und da möchte ich euch gerne meine aktuell am liebsten Mascara empfehlen. Und zwar habe ich die einfach in meinen Schubladen liegen gehabt und sie endlich für mich entdeckt. Bei mir ist es ja immer so, ich habe super viele Mascaras, die noch ungeöffnet sind. Die habe ich in meiner Backup-Schublade. Das sind locker 10, 15 Mascaras und ich kaufe mir schon seit einer ganzen Weile einfach keine Mascaras mehr, weil ich ab und zu welche zugeschickt bekomme oder eben von früher noch einige da habe, die ich mir gekauft habe. Und die möchte ich einfach alle mal leer machen, bevor ich mir 1000 neue kaufe und die ja, ganz dann einfach vergammeln. Ja, und meine aktuelle Mascara ist leer geworden und ich dachte mir, hey, schaue ich mich mal wieder um in meiner Schublade und dann habe ich einfach zu der hier gegriffen. Das ist von Max Factor, die Clump Defy Extensions 4/Effect Mascara. Voll der Riesenname, ich weiß schon. Auch die Mascara in die Infobox zu tippen, dauert immer 1000 Jahre, weil ich mir den Namen niemals merken kann. Aber das ist wirklich eine super schöne Mascara. Ich trage die auch heute wieder und ich trage die auf meinen ganzen letzten Bildern. Wenn ich da wirklich Mascara aufgetragen habe, dann war das immer die hier. Und ihr habt mich auch schon danach gefragt, weil euch das aufgefallen ist, dass meine Wimpern besonders schön sind. Und ich liebe die Mascara einfach. Die hat so ein geschwungenes Bürstchen. Erstmal ziemlich unspektakulär, aber die macht wirklich einen tollen Augenaufschlag. Die hält den Schwung toll. Die macht tolles Volumen, aber die Wimpern sind nicht so zusammengeklebt. Also sie sind trotzdem sehr schön definiert und getrennt und irgendwie aufgefächert. Also ich mag die wirklich super, super gerne und kann die euch sehr empfehlen. Ich habe sogar noch eine zweite davon in meinem Schrank und ich freue mich da schon drauf, dass ich davon noch ein Backup habe und dass ich sie nicht missen muss, wenn die aufgebraucht ist. Also wirklich eine sehr schöne Mascara und falls ihr die noch nicht kennt, schaut euch die unbedingt mal an. Ich glaube, das war so eine Special-Verpackung übrigens. Ich weiß nicht, ob die normalerweise auch immer in dieser lilafarbenen Verpackung ist. Ich glaube, die ist normal einfach immer in einer schwarzen Verpackung. Aber ich werde die auf jeden Fall nochmal in die Infobox abtippen, weil ich sie aktuell auch trage. Also ihr findet alles, was ich jetzt gerade in meinem Gesicht trage, auch nochmal in der Infobox. Da könnt ihr dann auch wegen der Mascara nochmal nachgucken. Dann möchte ich euch gerne noch ein super schönes Augenbrauenprodukt zeigen. Das habe ich ebenfalls von Pink Panda und das ist von der Marke Ailure. Der Brow Luminizer, da ist einmal ein mattes Ende und ein schimmerndes Ende mit dabei und ich trage heute auch das matte Ende unter meiner Augenbraue und trage das eigentlich seitdem ich das Produkt habe täglich. Und zwar sind das einfach so Augenbrauenstifte, mit der ihr nochmal euren Augenbrauen mehr Definition geben könnt. Wenn ihr zum Beispiel auch schon seit längerer Zeit mal nicht gezupft habt, könnt ihr damit unter die Augenbraue gehen und die Härchen verschwinden so ein bisschen, die kleinen, das sieht einfach gepflegter und aufgeräumter aus mit diesem Stift hier und ich mag den super gern. Ich benutze immer die matte Seite. Ich habe euch jetzt beide mal geswatcht. Das ist die matte Seite, die ich heute auch verblendet unter der Augenbraue trage und das wäre die schimmernde Seite. Die könnte man dann zum Beispiel zum Highlighten unter der Augenbraue nochmal benutzen, einfach um das ein bisschen schimmern zu lassen. Wenn ihr aber zum Beispiel ein krasses Augen-Make-up tragt, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass die schimmernde Seite auch schön aussieht. Also die möchte ich auf jeden Fall auch bald mal ausprobieren. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner 2-in-1 Stift. Ja, und dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Favoriten und zwar ist das jetzt eine Duftkerze. Die wollte ich euch aber auch unbedingt nochmal gerne zeigen, die meine liebe Freundin aus Berlin mitgebracht hat. Und zwar war sie in Yankee Steglitz. Ich weiß nicht, ob ihr den Laden kennt. Ich habe euch den schon mal vorgestellt gehabt in meinem Berlin-Haul. Da war ich nämlich auch schon einkaufen. Und zwar ist es ein kleiner, süßer Laden in Berlin. Und der Laden hat wirklich eine riesen Auswahl an Yankee Candle Produkten. Also ihr bekommt da wirklich das komplette Sortiment, das in Deutschland erhältlich ist. Und ab und zu gibt es dann auch noch so Specials. Die wechseln, glaube ich, alle 3 Monate. Und da könnt ihr dann US-Düfte kaufen. Und das ist eben ein US-Duft, den es jetzt für 3 Monate limitiert hier in Deutschland gibt. Und zwar ist es die Duftrichtung Line Dried Cotton. Und das ist wirklich der perfekte Duft für mich. Ich habe euch das ja vorhin schon gesagt. Ich bin einfach so ein Kopfweh-Mensch und so ein Duft Mensch und ich bin da immer sehr, sehr pingelig bei Düften, aber die Kerze funktioniert einfach so toll bei mir und ich liebe den Duft. Es riecht einfach
ja, wie der Name schon sagt, nach frisch gewaschener Wäsche, nach Waschpulver. Also es riecht einfach super schön frisch, perfekt für den Frühling. Und ich habe die auch schon ein bisschen angehabt und ich mag die Kerze total gerne. Die brennt unendlich viele Stunden. Hier sind 623 Gramm enthalten und ich werde auf jeden Fall total lang Freude dran haben. Ich werde euch die Seite von Yankee Steglitz auf jeden Fall nochmal in der Infobox verlinken. Da könnt ihr nach der genauen Adresse nochmal schauen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr vom Kopf. Aber falls ihr mal in Berlin seid und wirklich ein großer Yankee Candle Fan seid, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt auch schon von mir. Das waren meine aktuellen Favoriten. Ich hoffe natürlich sehr, dass mein Video euch gefallen hat und vielleicht ein paar tolle Tipps für euch mit dabei waren. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!